Vitalwelt Hausruck News. Herr Bürgermeister, Bad Schallerbach war in den letzten Jahren mit dem Aquapulco, der Eurotherme, dem Relexion in aller Munde eine sehr erfolgreiche Zeit für Bad Schallerbach. Wie schaut Ihre Bilanz aus? Die Bilanz ist sehr gut und nicht nur meine persönliche, sondern ich glaube, Bad Schallerbach wird heute auch als aufstrebender Ort, der eine traditionelle Wurzel hat mit dem gesamten Kurbetrieb, gesehen. Natürlich war es nicht einfach, in diesen gewachsenen Kurort ein Aquapulco, ein Relexium hineinzustellen, aber aus heutiger Sicht wurden die Trends richtig erkannt und die haben sich auch wirtschaftlich sehr positiv ausgewirkt. Nur ganz wenige Zahlen. Vor 5 Jahren haben wir 420.000 Besucher gehabt. Heute haben wir insgesamt 670.000 Besucher. Die zweitgrößte Therme nach Löbersdorf ist in Bad Schallerbach und ich glaube, das ist schon ein schöner Erfolg. Und die Besucherzahlen wirken sich auch auf das Ergebnis eines Betriebes, eines so zentralen Betriebes wie die Eurotherme aus. Es sind heute statt 90, 150 Mitarbeiter dort beschäftigt. Wir haben den doppelten Umsatz wie vor 5 Jahren und diese Zahlen, die helfen uns auch als Grundlage für die weiteren Entwicklungen. Weitere Entwicklungen sind ja geplant, zum Beispiel ein Hotelneubau hier in Bad Schallerbach. Ja, Hotelplanungen hat es schon oft gegeben in Bad Schallerbach. Jetzt dürfte es wirklich konkret werden. Warum? Wir brauchen mehr Beherbergungsmöglichkeiten neben den bestehenden Betrieben, die wir haben, weil zusätzliche Gäste auch Qualitätszimmer im 4-Sterne-Bereich ganz konkret verlangen. Das sagt auch der Tourismusfachmann und ich glaube, auch viele wollen selbst einfach im Urlaub, im Wellnesswochenende bei einem Gesundheitsaufenthalt adäquate Beherbergung haben und die fehlt uns in einer geeigneten Anzahl. Das heißt, die Eurotherme plant ein 4-Stern-Hotel mit 300 Betten zum Kurbetrieb dazu und auch zur Therme dazu für Gesundheits- und Wellnessgäste. Wo genau wird dieses neue Hotel entstehen? Das Wichtigste ist, dass man mit dem Bademantel die Gesundheitseinrichtungen, die Thermenanlagen besuchen kann. Man wird also direkte Anschlüsse Hotel, Therme, Hotel, neues Therapiezentrum haben. Wann ist Baubeginn bzw. wann ist die Fertigstellung geplant? Die Entscheidung ist soweit gefallen. Wir werden jetzt an den Planungen arbeiten. In einem guten Jahr glauben wir, mit den ersten Baumaßnahmen beginnen zu können und fertig werden soll alles gemeinsam im Jahr 2005. Wie sind die Resonanzen in der Bad Schallerbacher Bevölkerung zu diesem Neubau? Wenn ich es richtig einschätze und ich war in den letzten 2, 3 Wochen sehr viel unter den Leuten, dann freuen sich alle, dass damit die Destination Bad Schallerbach, die Gesundheits- und Wellnessdestination Bad Schallerbach und auch die Region darüber hinaus, ich sehe das auch als eine Initiative des Landes, die im oberösterreichischen Tourismus sehr wichtig ist, dass die Resonanz wirklich sehr gut ist und alle die Chancen in der Zukunft sehen. Ich habe schon gesagt, wir müssen gegen die Konkurrenz, die durch die EU-Osterweiterung auch in Tschechien, in Slowenien, in Ungarn liegen wird, wir müssen dieser Konkurrenz etwas entgegenhalten und mit diesem Schritt dürften wir dann wirklich auch für die nächsten Jahre in unserer Region ein touristisches Highlight haben. Die Vitalwelt Hausruck hat ja im Vorjahr bereits 7.000 Pauschalangebote verkauft. Wird dieser Trend mit dem neuen Hotel noch stärker in die Richtung gehen, aber zusätzlich zu den Tagesbesuchern auch Wochenbesucher hierher zu locken? Genau das ist es. Das ist doch unser Ziel. Gäste mit einer längeren Aufenthaltsdauer, Gäste, die Gesundheitsurlaube machen, über die Wellness-Wochenenden hinaus. Und die Vitalwelt ist ja ein Vorzeigebeispiel der 6 Gemeinden, die hier wirklich in den letzten Jahren gemeinsam und in großer Einigkeit Aufbauarbeit geleistet haben. Die Vermarktung ist teilweise schon über dem Standard des Bettenangebotes hinaus, also die Vermarktung ist perfekt. Wir müssen jetzt den Touristikern auch noch etwas in die Hand geben, was sie dann verkaufen können. Und ich bin sicher, dass wir damit auch in der Vitalwelt alleine schon, was die möglichen Nächtigungszahlen betrifft, einen Aufschwung schaffen werden.
Sind im Zuge des Hotelneubaus auch weitere Bauvorhaben hier in Bad Schallerbach geplant? Es gibt das Gesamtvorhaben der Eurotherme Hotel, neues Therapiezentrum und Thermenerweiterung. Und dazu gibt es natürlich auch von der Gemeinde notwendige Maßnahmen. Die wichtigste ist es, das Gästezentrum technisch von der Bühne, von den baulichen Maßnahmen her neu zu gestalten, weil dieses Gästezentrum als Veranstaltungs- und Kongresszentrum dann fungieren soll. Also Bad Schallerbach wird mit diesem Hotelneubau in jedem Fall attraktiver. Trifft dies auch auf die gesamte Region zu? Davon bin ich überzeugt. Jede Investition in einen touristischen Standort bringt auch Vorteile für die gesamte Region. Letztlich haben wir diesen Weg einer gemeinsamen Vermarktung aller unserer Attraktionen begonnen, erfolgreich fortgesetzt und ich glaube, der wird auch in der Zukunft gemeinsam erfolgreich sein. Herr Bürgermeister, danke fürs Gespräch. Bitte gerne. Vitalwelt Hausruck News.